Hallo zusammen, ich habe hier einen VW-Bus-Kühlschrank, einen Westfalia. Der steht jetzt hier so hier und das Teil kommt eigentlich oben drauf, so genau gesehen. Und das ist so komplett eingebaut und das Teil ist hier unten. Original ist in diesem VW-Bus bzw. in diesem Kühlschrank dieser Kompressor verbaut. Das ist ein Danfoss BD 2,5 F. Und dieser Kompressor zwischen den Baujahren 88 bis 94, die haben ein Problem, dass sich der Magnet innen drin entmagnetisiert und dann startet der Kompressor nicht immer. Da gibt es eigentlich nur eine Lösung: Kompressor raus, neuer Kompressor rein. Jetzt diese Kompressoren werden seit 1998, 97 nicht mehr gefertigt. Durch das muss ich einen anderen einbauen, zum Beispiel einen BD35, der sitzt jetzt hier drin. Das ist der BD35 und der sitzt jetzt hier, das Füllventil muss noch runtergebogen werden. Der Lüfter ist das gleiche, hier sitzt das neue Kabel für die Sonde. Original ist diese Steuerung bei diesem Kompressor. Logischerweise muss auch die Steuerung ersetzt werden, aber jetzt ist es so, dass diese VE oben beim Steuerer, ich sag mal hinten Rückspiegel oder beim Rückspiegel, ein Display haben mit der Temperatursteuerung und der kompletten Steuerung. Das geht über eine Zentralsteuerung von Westfalia. Und ich habe hier ein Signal, was hier drauf kommt von dieser Steuerung, die dann den Kompressor ein- und ausschaltet. Und innen drin in der Box habe ich eine Temperatursonde, die die Temperatur vorne am Display anzeigt. Da diese Kompressoren unterschiedlich angesteuert werden, funktioniert das Display nicht mehr. Das heißt, wir machen jetzt in der Regel eine zweite Sonde rein. Das heißt, eine zweite Steuersonde und dann einen Digitalthermostaten. Den kann ich wieder einbauen, zum Beispiel in den Kasten nebendran. Und so kann ich diesen Kompressor steuern und vorne am Display von VE oder von Westfalia habe ich dann nur noch die Temperaturanzeige. Das heißt, ich habe dann zwei Temperaturanzeigen. Die muss ich nicht unbedingt sehen. Ich sehe ja die vordere. Hier kann ich dann den Kühlschrank über dieses Display ein- und ausschalten. Ich kann hier die Temperatur verstellen. Da mache ich euch ein Video über, oder ich habe schon ein Video über dieses Display, wie man das verstellt. Jetzt kommt diese Steuerung noch raus, den Deckel weg und dann muss man die Leitung hier noch rausziehen und schon haben wir wieder, ich sag mal, einen technisch einwandfrei funktionierenden Kühlschrank. Der Kühlschrank ist schon älter, aber der VW-Bus ist auch der gleiche Jahrgang wie der Kühlschrank. Wenn ihr solche Kühlboxen habt, meldet euch bei uns, baut die aus, schickt die hierher. Und wir ersetzen euch den Kompressor oder sonst irgendwas. Und somit hier das Video von diesem Thermostaten. Hier ein zweites Video über den VW-Bus. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.